Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta und ich bin in Mania Planet bzw. Shoot Mania Elite. Ich bin jetzt so ganz schlau draus geworden, was jetzt der Titel sein soll. Ich habe meinen Uplay Account reingeguckt und da wurde mir das so angezeigt, dass ich das als so kostenlos antesten kann. Und dann mache ich das natürlich für den Frakta Games Archiv. Und da steht dann Shoot Mania Elite. Und wenn man das Spiel dann installiert, steht da Mania Planet. Und wenn ich im Spiel drin bin, steht da auch Mania Planet. Ich schreibe jetzt einfach mal beides in den Titel oben rein und hoffe damit, alle Verwirrung erfüllt zu haben. So, gucken wir mal. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das für ein Spiel sein soll. Also aus Shoot würde ich ja auf einen Ego-Shooter, Multiplayer-Shooter eben tippen. Ich habe doch gerade erst aktualisiert. Ah ja, von mir aus. Okay, dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. So, das ist jetzt geupdatet. Wie man sieht, ist es mittlerweile auch schon wieder etwas später in der Nacht. Ich habe vor, danach jetzt auch ins Bett zu gehen. Sogar ich werde gegen morgen kurz vor 5 Uhr irgendwann mal müde. Ja. So, aber vorher gucken wir uns natürlich an. Ach, guck an, hier steht dann wieder Shoot Mania Elite. Egal. Komm, wir gehen mal rein. Ey, ihr wollt mich doch jetzt echt verutzen, oder? So, also habe ich jetzt ein anderes Update gemacht und jetzt bin ich hier. Genau, ich bin im Demo-Modus, das hast du richtig erkannt. Und ich habe immer noch keine Ahnung genau, was das für ein Spiel ist. Da werde ich es mir jetzt kaufen. Ich will jetzt erstmal gucken, was das ist. Online-Spiel. Okay. Gibt es da so ein Tutorial mal? Ach, das ist aber interessant, dass man sich eine Map selber basteln kann. Okay. Komm, wir gehen halt in irgendeins dann rein. Finde ich aber auch interessant, dass das scheinbar hauptsächlich in Frankreich gespielt wird, hm? Die sexy Elite. Na, dann gehen wir mal in die sexy Elite. Ah, immerhin, es gibt Schießen, Bewegung. Okay. Bitte warten. So, Warm-up. Ja, ich drück mal F6. Hallo. Reagiert nicht. F3. Reagiert er auch nicht. F4. Jetzt reagiert er. Auf F4 reagiert er interessanterweise. Ah ne, das hat er einfach so gemacht. Interessant, mit der rechten Maustaste hüpft man. Ja, aber aufs F6 reagiert das Spiel nicht. Da kann ich F6 drücken, solange mir irgendwas abfault. Ach guck, aber doch, auf F4 hat er reagiert. Oben rechts bin ich nicht im roten Team. Vielleicht reagiert er nicht, weil ich der einzige Spieler bin. Mit der Leertaste kann man auch springen. Aber es sieht gut aus, die Map. Also offensichtlich ist es Multiplayer-Shooter. Also man läuft auch relativ schnell. Und man kann sehr weit springen.
Bleibt gesperrt. Gut. Okay, so kann man dann doch wieder nicht springen. Oh, es gibt Double Jump. Nee. Das ist nicht so. Ja, okay, das ist jetzt immer ein bisschen fad, wenn man nicht spielen kann. Also richtig schlau werde ich jetzt nicht raus. Also es ist offensichtlich ein Multiplayer-Spiel. Und zwar ein sehr schnelles, erinnert mich ein bisschen an Unreal Tournament, so von der Geschwindigkeit. Ja, also F6 drücke ich bis zum Anschlag, das bringt hier gar nichts. Das juckt hier nicht. Okay, zwei Teams. Ich spiele es eine Runde mit jeweils zwei Partien unterteilt. Eine Runde spielt jedes Team eine Partie als Angreifer und einer als Verteidiger. Die Angreifer müssen alle Verteidiger eliminieren oder den Turm innerhalb von 45 Sekunden und 60 Sekunden erobern. Die Verteidiger müssen die Angreifer eliminieren. Okay, also das ist offensichtlich so ein Teamspiel. Okay. Ja, Freunde der Nacht. Ist halt jetzt viele Leute online, gell? Gut, liegt natürlich auch an der Uhrzeit, gebe ich ehrlich zu. Aber ich hatte jetzt auch früher keine Zeit. Gut, aber fest im Fakt der Gamesarchiv. Natürlich schöner gewesen, Leute zu sehen. Ist es halt komisch, dass es kein Training gibt. Nö, da sind keine Leute in die Uhrzeit. Gibt auch relativ wenig Surfer. Ich join da jetzt trotzdem mal. Ah ja, toll. Das ist gesperrt, weil so viel höher oder was. Ah, jetzt geht's. Okay, cool. Dass wir wenigstens einen kurzen Anblick mal haben, wie das aussehen könnte oder aussieht. In Ordnung. Aha, es gibt verschiedene Waffen. Ich weiß nicht genau, was da gerade passiert. Also wie ich mir schon gedacht habe, das sind sehr viele Gefechte. Ah, jetzt spiele ich mit oder was? Okay. Also so sehen die aus. So. Das ist dann ziemlich wieder Flagge drüber zu sehen. Ist. Ach, tue ich das? Ich greife an, echt? Ich hab da vorne einen wieder angesehen. Hat er mich. Ja, immerhin, einen habe ich.
Okay, nee, muss ich jetzt. Okay, wie auch immer. Ja, wie geht's Menü? So, jetzt haben wir wenigstens mal gesehen, wie das aussieht. Das passt soweit. Also, okay. Shootmania Elite ist ganz offensichtlich ein Multiplayer-Shooter, der relativ feste Regeln hat, der sehr schnell ist wie Unreal Tournament, der sehr gut aussieht und den man aber offensichtlich kaufen muss. Also ich habe jetzt, wie gesagt, nur hier diese Demo-Modus. Ja. Ich würde da aber sagen, wir haben jetzt alles gesehen und wissen jetzt, was es ist, wie es aussieht und dementsprechend ist jetzt im Fraktal Games Archiv zufrieden. Herzlich willkommen im Fraktal Games Archiv, Shootmania Elite. Ich bin morgen Zeit von Fraktal, ich gehe jetzt in mein Bett. Euch wünsche ich was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.